Der Internationale Währungsfonds bezeichnet Wale als kostbares Allgemeingut. Sie tragen zum Klimaschutz bei, was am Ende auch der Wirtschaft nutzt. Hier kommen 5 Gründe, wieso. Erstens, ein Großwal bindet schätzungsweise 33 Tonnen CO2 jährlich. Zum Vergleich, ein Baum bindet nur 22 Kilo jährlich. Zweitens, wenn ein Wal stirbt, sinkt er zu Boden. Der Kadaver gibt über hunderte von Jahren den gebundenen Kohlenstoff frei. Das bereichert die Ökosysteme in der Tiefe. Drittens, um sich fortzupflanzen, ziehen Wale von nährstoffreiche in nährstoffarme Bereiche. Dort setzen sie stickstoffhaltigen Urin ab. Damit düngen sie das Meer und tragen zum Wachstum von Kleinstlebewesen bei. Viertens, auch über ihren Kot düngen Wale das Meer. Der enthält neben Stickstoff auch Eisen und Phosphor. Und fünftens, Wale sind grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil der gesamten Nahrungskette im Ozean. Einige von ihnen jagen, andere filtern mit den Barten. Sie tragen dazu bei, dass beispielsweise Fischbestände im Balance bleiben. Bleib auch du mit ausreichend Wissen im Balance und folgt uns.